Hallo, herzlich willkommen zu unserer 100 Baby Challenge. Ja, früh um kurz vor 6 ist natürlich die Nacht für die meisten hier schon rum. Für dich jetzt übrigens auch. Als nächstes musst du raus. Müssen ihn irgendwie echt noch ein Level abbringen, damit der hier auch mal älter wird. Das kann ja so echt nicht angehen. Oh, schlechte Laune zum frühen Morgen. Okay, ein Gericht nehmen. Du bist dann soweit, wenn er hier fertig ist. Muss mal kurz gucken. Schon wieder was kaputt gegangen. Es ist doch einfach nicht die Möglichkeit. Gut. Und zwar jetzt. Auf geht's. Auf geht's, meine Lieben. Ihr müsst schon gleich in die Schule. Halt, nein, nicht Tisch decken. Gericht nehmen. So. Du musst duschen. Und dann dringend was zu essen machen. Einmal Frühstück servieren. Ei Benedikt. Wer ist denn damit? Boah, möchte ich auch gern mal essen. Oha, oha, oha. Oh Gott, oh Gott. Ja, so viele Männer an einem Tisch, ne? Das kann ja auch nur schief gehen, Leute. Danke. Jess kocht schön im Hintergrund. Oh Gott, die hat schon ganz schön breite Hüften bekommen. Arme. Backt's wieder. Was ist denn da heute los hier? CPU-Auslastung ist aber so eigentlich einigermaßen okay. Gut, ich renne im Hintergrund und lade im Hintergrund hoch, aber das dürfte eigentlich nicht viel ausmachen. Du kriegst jetzt schon noch was zu essen. Auch wieder leer. Gut, dass ich gerade was gekocht habe. Jess darf dann aber noch was kochen. Ich sehe schon kommen. Oh, hallo? Ah, Mülleimer. So, Delein. Was? Nachtclub? Um 8 Uhr früh? Nein, danke. Also jetzt, Leute, ne? Das ist schon hart. Boah, ein Joghurt-Parfait mit Früchten. Leute, ihr müsst immer noch Freundschaften schließen. Wer ist denn mal mit der Schule? Hallo? Gehst du mal? Hä? Würden Sie mal bitte in die Schule gehen? Ja, Phase eintreten, das ist mir egal. Auf geht's. Bist du dann auch mal fertig? Zack. Oh, ja. Du warst das. Freundschaften schließen. Und der Herr dann auch. Hast du so schlecht geschlafen? Oh, das tut mir aber etwas leid. Das kannst du dann mal noch essen. Ja, ein bisschen Hunger hast du ja sogar noch. Mal hier schön kochen. Dann flattern die Tantiemen wieder rein. Das ist schon schön. Aber die werden halt dann immer wieder ein bisschen weniger. So, einmal Joghurt-Parfait. Das essen wir mal noch gar auf. Dann würde ich sagen, tun wir mal ein bisschen Fernsehen. Lassen es uns hier richtig gut gehen. Ja, klar, nehmen den Teller natürlich mit. Unser spartanisches Schlafzimmer.
ein Zirkus. Ja, schön wär's. Schön wär's, wirklich. Oh, da ist ein Teller. Mein Teller. Zack. Hä? Hast jetzt schon wieder genug Fernsehen geschaut, hä? Wahnsinn. Das ist meins. Und wer will denn jetzt schon wieder was? Schummeln beim Test. Tim wurde heute dabei erwischt, wie er während eines Tests mit Handy nach Antworten suchte. Er wurde ins Sekretariat geschickt. Der Test sollte ohne Handy wiederholt werden. Es reicht, wenn der Test als nicht bestanden gilt. Er soll sich bei der Klasse entschuldigen. Nee, also der soll nochmal gemacht werden. Definitiv. Definitiv. Was denn jetzt schon wieder? Ein Konzert. Ja, jetzt lasst mich mal kurz, bitte ich. Silas hat Sophia in der Schule getroffen. Na, wir tun hart arbeiten, das kennen wir auch schon. Leistungsverbesserung klein. Aber das kenne ich ja. Hier, Tantiemen, 2100. Sollten wir doch mal wieder ein Buch schreiben. Oh, hier ist alles kaputt. Reparieren. Ist hier auch was kaputt? Nee, hier stinkt's nur. Dann machen wir mal sauber. Und dann könnten wir doch mal ein Sachbuch schreiben, ha? Ich weiß, es ist langweilig und es passiert nicht viel, aber ich muss ja irgendwie Geld verdienen. Thorsten hat Marvin in der Schule getroffen. Silas hat Malcolm in der Schule getroffen. Jess wird bald älter. Ein gewöhnliches Tuning-Teil. So, jetzt wird geschrieben. Der Fluch der Schlossallee. Sehr inspiriert. Das wird aber dann ein Bestseller, ne, junge Dame? Hey, wie schaut's eigentlich mit deinen Punkten aus? Es könnten ja mal bei mir werden, ne? Silas hat Laura in der Schule getroffen. Silas, der Schlingel. Boah, was ist denn? Jetzt denk doch nicht immer an deine Kinder. Oh, das lenkt dich ab. Junge Frau, das lenkt dich ab. Vor allem, sie denkt halt immer nur an dieselben, ne? Sie hat ja nur 21. Bam, 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 bam. In einem unbekannten Land war eine Biene sehr bekannt. Wie komme ich denn jetzt auf dieses Lied, bitte? Hör auf. Sie hört einfach nicht auf. Aber die Kinder kommen gleich von der Schule. Tun wir hier unten gleich mal. Huch. Ach klar, mach das mal. Gerade noch befriedigend. Also Leutchen, stopp. Mach mal hier langsam. Du, was ist mit dir kaputt? Diese Sim ist so beschämt, dass sie sich zusammenrollen und den Döffel abgeben will. Alter Schwede! Hört auf damit, mich anzustarren. Manchmal hat man das Gefühl, als würde man alles falsch machen und die ganze Welt würde einen dafür verurteilen. Oh. Plus 50 beschämt. Komm, gib dir mal Selbstzuspruch. Du brauchst erstmal dringend Spaß. 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 Spiel spielen. Du. Spiel spielen. Könnt ihr das jetzt auch zusammenspielen? Ach, das ist eine schöne Idee. Mach mal weiter. Also könnt ihr das jetzt zusammenspielen oder denkt ihr euch so, nö? Wer klopft denn jetzt da? Hä? Wer ist das denn? Ach, das ist Felix Peters. Jo, alles klar, Junge. Ja, klar. Warum geht denn das nicht? Ihr spielt doch da. Komm mitspielen. Los.
freundlich zu Chess sein oder so, aber das passt aber nicht so gut zu dir. Apropos Chess, wie lang brauchst du denn noch? Ich möchte das Buch endlich fertig kriegen. Na also, an Verlag verkaufen. Geht doch. Und da wir jetzt so selbstsicher sind, würde ich gerade mal sagen, dann hauen wir noch was hinterher. Und zwar ein Motivationsbuch. Was willst du jetzt? Um Rat bitten. Nee, lass sie mal bitte kurz. Gib dir mal nochmal Zuspruch. Wie lange dauert das denn? Noch 3 Stunden. Du hast deins schon gemacht, ne? Oder war das deins? Ich werde es gerade mal rausfinden. Oh nee, das war deins. Und du? Köpfchen statt Hauer. Hast voll den boring Schultag gehabt, scheinbar. Musst hier aber trotzdem mal weitermachen. Schaut's bei dir aus? Könntest hier mal weitermachen. Ja, mit Felix plaudern kannst du doch schon auch noch. Die Herrschaften. Schaut's aus. Du hast. Du. Ja, du auch. So. Schluss aus. Muss man hier die Schulprojekte mal weiter voranbringen? Und danach könntest du mal joggen gehen, um einen klaren Kopf zu bekommen. Aber das fehlt ja auch noch. Ja, alles klar. Dir geht's noch gut? Yay! Schau mal! Silas hat's geschafft! Oh, wie geil! Projekt ansehen! Los! Schau's dir an! Und danach werden Hausaufgaben gemacht und das wird eingesteckt. Ah, schön! Er hat's geschafft. Hallo, ich sagte, es werden Hausaufgaben gemacht. Dem gefällt's hier auch ziemlich. Du lernst also hier Robotertechnik. Was lernst du da nochmal? Raketentechnik. Was ist los? Warum bist du denn schon müde? Was ist denn jetzt kaputt? Hä? Was ist mit dir los? Du hattest ja da einen schon, ne? Ja. Hausaufgaben machen. Bin hier gerade etwas übereifrig. Okay, du solltest aufhören und mal auf Toilette gehen. Und essen. Essen, essen, essen. Steak. Und Hausaufgaben machen. Und du? Ja, sagte ich eigentlich, du sollst joggen gehen, ne? Ja, mach das mal, dann lassen wir das noch. Musst ja jetzt hier nicht alles auf einmal machen. Was ist das? Ein Sammelobjekt finden, weil du gelangweilt bist. Aha. Okay, du gehst. Das ist aber nett. Danach gehst du auf Klo. Und auch was essen. Mal doch. Steak. Steak haben wir noch da. Du musst dann mal Essen kochen. Und zwar, was gibt's denn mal? Wo sind die Spaghetti? Italienische Fleischbällchen. Na, das klingt gut. Ha, ha, ha.
20? Wow, alter Schwede. Du bist schon echt süß. Echt süß. Nee, warte mal, bitte, geh da mal hoch. Nicht, dass hier unten jetzt dein Bruder auf die Toilette geht, wäre irgendwie ein bisschen uncool. Hm. Hm. Ich will mal was bestellen, und zwar Void-Kreaturen. Danke. Und dann will ich hier mal ein bisschen Void-Kreaturen spielen. Und danach wird gegessen. Du brauchst definitiv Spaß. Du musst auf die Toilette. Hä? Also manchmal bin ich verwirrt. Ich bin echt verwirrt. Jetzt hat er die Hausaufgaben nicht gemacht. Ach. Ist mir egal, das wird noch gemacht. Du? Ist auch noch keine gemacht. Und du? Gut, du schon. Scheibs. Wegen mir kannst du auch ins Bett gehen. Kannst du wegen mir machen. Ich muss noch kochen. Wer hat jetzt denn hier das Steak dahingestellt und es nicht gegessen? Tanztraining absolvieren. Klicke auf einen Fernseher und wähle trainieren und dann das Blum Bum Bam Bam Tanzvideo. Okay, kann man machen. Kann man da machen? Warum eigentlich nicht? Wo ist das? Nicht Film ansehen. Training. Wo ist das? Between TV? TV-Klassiker? Ich hab den da nicht. Ich hab das nicht. Was? Warum nicht? Aber er will das doch. Klicke auf einen Fernseher und wähle trainieren und dann das. Ich bin doch nicht bekloppt. Gibt's nicht. Oh, bist du eigentlich noch fit? Du bist fertig. Verdammt. Musst du Mama um Rat bitten? Und alles klar, wird gemacht. Sind wir fertig? Ey, du bist wieder nicht fertig, ne? Mach deine blöden Hausaufgaben jetzt fertig. Was ist denn das so schwer? Oh Gott. Und dann solltest du mal essen. Wenn ich groß bin, möchte ich Ninja werden. Was muss ich jetzt tun, wenn ich später ein Ninja werden will? Jetzt schon mal üben, wie man sich verbirgt? Besorge dir ein Ninja-Outfit, finde einen Ninja, der dich ausbildet. Puh. Gut, nehmen wir mal das. Hier stecken wir mal bitte die Hausaufgaben ein. Ich hasse das, echt. Leute, was machst du hier jetzt eigentlich noch? Du kleiner Frechdachs. Ja, geh mal ins Bett. Sag mal, wie lange machst du eigentlich noch Hausaufgaben? Das ist der Hammer. Ja. Ja. Jibs.
Irgendwie hat sie aber auch nicht so wirklich das mit dem Sozial, ne? Kannst du mal bei Hausaufgaben helfen, dass es ein bisschen schneller geht? Müsste ja auch sozial was bringen. Oh, du brauchst dringend Spaß. Was? Warte mal, Fernsehen. Hey, Teller, meins. Und wir müssen noch das Buch veröffentlichen. Ui, Chess hat echt ganz schön zugenommen. Da müssen wir was machen. Da. Köpfchen Stadthaue. Geht noch heute raus in die Welt. Großartiger Lehrer. Oh, danke. Ich sollte dann vielleicht noch kurz mitgucken. Ich will den Kanal nicht wechseln. Das ist doch manchmal, ne? Gar nicht so leicht hier. Hausaufgaben sind fertig. Gut. Ja, dann geh halt hin und wechsel den Kanal. Mach doch. Einstecken. Geheimnis ausplaudern. Logikrätseln. Hast du jetzt, ich wollte gerade sagen, hast du jetzt ernsthaft ausgeschaltet? Er schaltet um, er schaltet um. Geil. Absolut geil. So sind sie halt, die Kinder. Erzähl mal die große Neuigkeit. Tu mir mal den Tag verschönern. Und von Gourmetspeisen reden. Und dann sollte er wahrscheinlich auch mal ins Bett gehen. Du hast es geschafft. Du auch gleich. Ja, tut mir leid, geh ins Bett. Es ist okay, er ist todmüde. Ich lass dir deine Ruhe, aber ich werde hier noch ein Spiel spielen. Lass ihn in Ruhe, er ist müde. So, was spielen wir denn da schönes? Bowling oder Kegeln? Wenn ich da jetzt ein bisschen spaßvoll habe. Haben wir den Tag geschafft? Und schon was. Hey, cool. Einmal schlafen, bitte. Warte heute ziemlich lange auf. Naja, aber so ist das. Ich verabschiede mich von dieser Folge. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten, nicht bis zum nächsten Mal, bis morgen. Bis dahin. Huch. Tschüss.